Hallo liebe Kinder, ratet mal, wo ich hier sitze. In der Bibliothek des Jüdischen Museums. Und hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Bücher für euch. Ganz spannende Bücher, ganz interessante Bücher, Kinderbücher, Bilderbücher, also ein bisschen mehr was für Jugendliche. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Bücher hier. Und wir freuen uns total, wenn ihr einfach mal vorbeikommt und ein bisschen schmökert. Und heute möchte ich euch eine Geschichte vorlesen aus unserer Bibliothek, eine Chanukka-Geschichte. Chanukka, was ist das? Wir sind hier in einem jüdischen Museum. Es ist ein jüdisches Fest, ein Lichterfest. Es wird am 10. Dezember gefeiert, nicht immer am 10., aber meistens so um die Dezemberzeit. Und dieses Jahr fällt es auf den 10. Dezember und man feiert das Lichtwunder, das vor vielen, 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 vielen Jahren in Jerusalem im Tempel geschehen ist. Daran erinnert man sich jedes Jahr neu, auch in unserer Geschichte. Diese Geschichte ist ganz, ganz, ganz spannend, hat ganz tolle Bilder und eigentlich würdet ihr jetzt hier sein und ich würde euch vorlesen. Das geht jetzt zurzeit nicht, deswegen habe ich Levi hier. Unser Museumsmaskottchen, der hört mir jetzt zu und hoffentlich hier ihr, bei euch zu Hause. Macht euch also jetzt schön, schön gemütlich, setzt euch hin ins Wohnzimmer, auf den Boden, in euer Bett, wo auch immer und hört mir zu. Die Geschichte heißt Herschel und die Chanukka-Kobolde. Herschel und die Chanukka-Kobolde. Es war der erste Abend von Chanukka. Herschel von Ostropol ging leise vor sich hin, summt die Straße hinunter. Er war müde und hungrig, doch trotzdem waren seine Schritte beschwingt. Bald würde er das nächste Dorf erreichen. Dort würden ihn helle Kerzen, fröhliche Lieder und viele Teller mit leckeren Kartoffellatkes erwarten. Aber als er ankam, war das Dorf still und dunkel. Nicht eine einzige Chanukka-Kerze konnte er sehen. Ist heute Abend nicht die erste Nacht von Chanukka? Fragte Herschel die Dorfbewohner. Wir feiern kein Chanukka, Herschel, sagte einer von ihnen traurig. Kein Chanukka? Wie kann das sein? Es liegt an den Kobolden. Sie hausen in der alten Synagoge oben auf dem Hügel. Sie hassen Chanukka. Wann immer wir versuchen, eine Chanukkia anzuzünden, blasen die Kobolde die Kerzen aus. Sie machen unsere Treidel kaputt. Sie werfen unsere Kartoffellatkes auf den Boden. Die bösen Kobolde machen uns das ganze Jahr über unser Leben schwer. Aber zu Chanukka ist es besonders schrecklich. Herschel verstand, dass er den Dorfleuten helfen müsste. Ich habe keine Angst vor Kobolden, erklärte er. Sagt mir, wie man sie loswerden kann. Es ist nicht so einfach, wie du denkst, warnte ihn der Rabbiner. Du musst 8 Nächte in der alten Synagoge verbringen. Die Chanukka-Kerzen müssen jede Nacht angezündet werden. In der 8. Nacht muss der König der Kobolde sie selbst anzünden. Das ist der einzige Weg, ihre Macht zu brechen. Ich habe keine Angst, Rabbi, sagte Herschel. Wenn ich nicht ein paar Kobolde überlisten kann, dann soll mein Name nicht Herschel von Ostropol sein. Die Dorfbewohner wünschten Herschel viel Glück. Sie konnten ihm keine Kartoffellatkes geben, aber sie packten mehrere hartgekochte Eier zusammen mit einem großen Glas Gurken. Der Rabbiner gab Herschel die Chanukkia, den traditionellen 8-armigen Kerzenleuchter, sowie ein Paket Kerzen und einige Packungen Streichhölzer. Dann verabschiedeten sich die Dorfbewohner. Keiner von ihnen erwartete, Herschel jemals wiederzusehen. Es war lange nach Sonnenuntergang, als Herschel oben auf dem Hügel ankam. Dort stand die alte Synagoge. Das eingefallene Gebäude war düster und dunkel. Die rostigen Scharniere quietschten, als Herschel die Tür öffnete. Herschel erschauderte.
Er konnte nur zu gut glauben, dass hier Kobolde hausten. Er steckte zwei Kerzen in die Chanukia und stellte sie auf die Fensterbank. Mit einem Streichholz zündete er den Shamash, die Dienerkerze, an. Dann sprach er die Segenssprüche und war gerade dabei, die andere Kerze anzuzünden, als er eine Stimme vernahm. »Hey, was machst du da?« Herschel drehte sich um. Vor ihm stand ein Kobold. Er war kaum größer als eine Pferdebremse, mit einem langen spitzen Schwanz und zwei kleinen Fledermausflügeln, mit denen er auf und ab flatterte. »Ich entzünde die Chanukka-Kerzen«, sagte Herschel. »Heute Nacht ist die erste Nacht von Chanukka.« »Oh nein, das ist sie nicht. Wir erlauben hier kein Chanukka-Fest.« »Ist das so?«, sagte Herschel. »Wer sollte mich aufhalten? Ein Winzling wie du?« »Ich bin vielleicht klein, aber trotzdem bin ich stark«, erwiderte der Kobold. »Ja, wirklich? Kannst du Steine in deiner Hand zerdrücken?«, fragte Herschel. Der Kobold lachte. »Steine zerdrücken? Ha, du machst Witze, niemand ist so stark.« »Doch, ich. Schau genau her.« Herschel nahm ein hartgekochtes Ei aus der Tasche und drückte es so lange, bis ihm das Eigelb und das Eiweiß durch die Finger rannten. »So stark werde ich dich auch bearbeiten, wenn du mich weiterhin davon abhalten willst, die Kerzen anzuzünden.« Die Augen des Kobolds öffneten sich weit. Im schwachen Licht hatte das Ei genau wie ein Stein ausgesehen. Der kleine Kobold schüttelte sich nun vor Angst. »Lass mich bloß in Ruhe«, quietschte er. »Mit Vergnügen«, sagte Herschel, »wenn du mich in Ruhe die Kerzen anzünden lässt.« »Alles klar«, gab der Kobold kleinlaut bei. »Diese eine Nacht macht keinen Unterschied. Aber morgen solltest du besser nicht mehr hier sein. Große, furchtbare Kobolde werden kommen, viel größer als ich. Wenn sie dich fangen, wird es dir leid tun, dass du versucht hast, die Kerzen anzuzünden.« »Das werden wir noch sehen«, sagte Herschel zu sich selbst und zündete die erste Kerze an. In der zweiten Nacht erschien ein weiterer Kobold. Dieser war groß und fett und watschelte wie eine Gans. Herschel beendete gerade seine Mahlzeit aus den sauren Gurken und den hartgekochten Eiern. »Hier, ein paar saure Gurken für dich«, rief er dem Kobold zu. »Saure Gurken? Hier, fang!« Herschel warf ihm eine saure Gurke zu. Der Kobold fing sie mit seinem Mund und verschlang sie. »Essiggurken sind gut. Magst du sie? Ich habe viele in diesem Glas, nimm so viele, wie du willst.« Der gierige Kobold packte so viele Gurken, wie er in seiner Hand halten konnte. Aber als er versuchte, sie aus dem Glas zu ziehen, gelang ihm das nicht. »Ich stecke fest«, schrie er. »Du hast das Glas verzaubert, um mich gefangen zu halten.« »Haha, das ist richtig«, sagte Herschel lachend. »Und es ist ein sehr starker Zauber. Du bist heute Nacht hierher gekommen, um mich davon abzuhalten, die Chanukka-Kerzen anzuzünden. Nun werde ich sie aber anzünden, während du mir dabei zusehen musst, weil du mit deiner Hand feststeckst. Wie gefällt dir das?« »Nein, nein«, schrie der Kobold, »ich hasse Chanukka.« »Schade, du wirst dich daran gewöhnen müssen.« Herschel sprach die Brachot, die Segenssprüche und zündete langsam die Kerzen an. Dann sang er alle seine Lieblings-Chanukka-Lieder. Der Kobold schluchzte und weinte immer weiter, bis sich Herschel dazu entschloss, ihn gehen zu lassen. »Soll ich dir sagen, wie man den Zauber bricht?« »Ja, ja, ich kann's nicht mehr aushalten.« »Lass die Gurken los. Deine Gier ist der einzige Zauber, der dich gefangen hält.« Der Kobold ließ die Gurken los. Seine Hand rutschte leicht aus dem Glas. Wie war der Kobold wütend! Er hatte mit der Hand in einem Gurkenglas zusehen müssen, wie Herschel unter seinen Augen die Chanukka-Kerzen entzündet hatte.
Der wütende Kobold stampfte mit dem Fuß so hart auf, dass er in tausende Stücke zerschmetterte, die der Wind in alle Richtungen blies. Die dritte Nacht brach an. Herschel fühlte, dass ihn jemand beobachtete, als er die Kerzen in die Chanukia steckte. Anstatt sie zu entzünden, begann er mit dem Dreidel zu spielen. So verging eine Stunde. Herschel schaute auf und erblickte einen weiteren Kobold, der an der anderen Tischseite saß. Dieser hatte ein feuerrotes Gesicht und zwei große Hörner. »Es ist schon spät«, sagte der Kobold. »Wann wirst du die Kerzen anzünden?« »Später, wir haben noch Zeit.« Herschel drehte erneut seinen Treidel. »Das macht mehr Spaß.« »Womit spielst du denn?« fragte der Kobold. »Das sieht aus wie ein Kreisel.« »Es ist ein Treidel. Kennst du keine Treidel?« »Nein.« »Schade. Treidel machen großen Spaß. Du kannst auch zu viel Geld kommen, wenn du zu spielen weißt.« »Wirklich?« Der Kobold war jetzt interessiert. Alle Kobolde mögen Geld. Dieser hier war keine Ausnahme. »Wie spielt man es?« »Es ist ganz einfach«, sagte Herschel. »Aber du musst Gold besitzen. Dies ist die erste Regel.« »Ich habe viel. Ist das genug?« Der Kobold schüttete einen Haufen Goldmünzen auf den Tisch. »Das ist gut«, sagte Herschel. »Hör mir jetzt genau zu. Dieser Buchstabe heißt Shin. Wenn er fällt, gibst du mir eine Handvoll Gold. Dieser Buchstabe ist das Hey. Wenn dieser fällt, gibst du mir die Hälfte deines Goldes. Und das ist Gimmel. Wenn der Treidel diesen Buchstaben anzeigt, gibst du mir all dein Gold. Verstanden?« »Warte, da ist noch ein Buchstabe übrig. Was ist mit diesem einen?« »Das ist ein Nun. Wenn der Treidel auf Nun fällt, gebe ich dir nichts. Bereit? Lass uns spielen, du fängst an.« Der Kobold drehte den Treidel. Der kleine Greisel drehte und drehte sich. Als er zur Ruhe kam, zeigte er den Buchstaben Shin an. »Schade«, sagte Herschel und nahm sich eine große Hand vom Gold des Kobolds. »Versuch es noch einmal, vielleicht hast du ja mehr Glück.« Der Kobold drehte den Treidel noch einmal. Diesmal fiel er auf das Hey. »Das ist nicht deine Nacht«, sagte Herschel und nahm sich die Hälfte des Goldes. »Einmal noch, dein Glück muss besser werden.« Noch einmal drehte der Kobold. Der Treidel landete bei Gimmel. »Schade«, seufzte Herschel, als er den Rest des Goldes an sich nahm. »Möchtest du, dass ich drehe?« »Ja«, brummte der Kobold. Er war sehr unglücklich über den Verlust seines Geldes. Herschel drehte den Treidel. Diesmal war der Buchstabe Nun oben. »Du meine Güte, ich gebe dir nichts. Ich darf das ganze Gold behalten. Gib zu, das macht Spaß. Hol noch etwas mehr Gold, dann können wir weiterspielen.« »Was ist mit den Chanukka-Kerzen?« »Wir zünden sie später an. Wir haben ja noch viel Zeit.« »Ich nicht«, sagte der Kobold. »Ich gehe jetzt. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich mag Chanukka nicht und ich mag dich nicht.« »Geh nicht«, flehte Herschel. »Ich kenne viele Spiele. Bleib noch ein Weilchen, wir werden Spaß haben.« »Auf Wiedersehen!« Der Kobold breitete seine Flügel aus, stürzte aus der Tür und flog in die Nacht hinaus. Herschel zündete die Kerzen alleine an. In den folgenden Nächten kamen weitere Kobolde. Einer hatte 6 Köpfe, einer hatte 3 Augen. Alle waren schrecklich und furchteinflößend. Sie knurrten und brüllten und verwandelten sich in grässliche Formen. Sie versuchten, Herschel davon abzuhalten, die Chanukka-Kerzen anzuzünden. Aber Herschel täuschte sie alle. Dann kam die siebte Nacht. 8 winzige Kerzen flackerten auf dem Fensterbrett. Herschel lehnte sich gemütlich zurück und genoss ihren Schein.
Wo waren die Kobolde? Hatten sie tatsächlich aufgegeben? Herschel fühlte sich sehr müde. Seine Augen schlossen sich. Plötzlich setzte er sich auf. Er hörte ein grauenerregendes Geräusch. Eine Stimme, die wie das Knacken von Knochen klang. Fröhliches Chanukka, Herrschel von Ostropol. Wer ist das? Wer bist du? Weißt du nicht, wer ich bin, Herrschel? Hast du nicht den König der Kobolde erwartet? Die Stimme erhob sich zu einem stürmischen Gebrüll. Es riss die Ziegel vom Synagogendach und zerschmetterte die Fenster. Die Chanukka-Kerzen flackerten in diesem gewaltigen Windstoß, aber sie erloschen nicht. »Du bist zu früh«, schrie Herschel. »Du solltest erst morgen kommen.« Der Wind legte sich wieder. »Mach dir keine Sorgen, Herschel. Ich bin weit weg. Aber ich habe die Kraft, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Genieße diesen Chanukka-Abend, mein Freund. Es wird dein letzter sein.« Morgen Nacht werde ich kommen, um dich zu holen. Du hast meine Sklaven, die anderen Kobolde, täuschen können. Mal sehen, ob du auch mich täuschen kannst. Armer Herschel, was sollte er tun? Der König der Kobolde war auf dem Weg zu ihm und keine Macht der Erde konnte ihn aufhalten. Es sei denn... Herschel hatte eine Idee. Er ging dabei ein großes Risiko ein, aber er musste es versuchen. Es war die einzige Möglichkeit, sich selbst und Chanukka zu retten. Nun war der letzte Abend von Chanukka. Herschel steckte die Kerzen in die Chanukia. Aber statt auf die Fensterbank stellte er den Leuchter auf einen kleinen Tisch in der Nähe der Tür und legte die Streichholzschachtel dazu. Dann setzte er sich hin und wartete. Die Nacht brach herein. Es war stockdunkel im Innern der alten Synagoge. Draußen lag die ganze Welt kalt und still. Plötzlich hob ein heftiger Windstoß die Synagogentür aus den Angeln. Das ganze Gebäude wurde davon erschüttert. Eine furchterregende Stimme sprach: Herschel von Ostropol! Habe ich da etwas gehört? Ich bin es, der König der Kobolde! Herschel lachte. Sei nicht albern. Du bist einer von den Jungen aus dem Dorf. Du versuchst mich nur zu erschrecken. Ich bin kein Junge! Ich bin der König der Kobolde! Ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe. Zeig dich mir. Sieh her, ich stehe vor der Tür. Glaubst du mir jetzt? Herschel versuchte, nicht hinzuschauen. Selbst in der Dunkelheit konnte er den Umriss einer ungeheuerlichen Gestalt sehen. Sie füllte den ganzen Türrahmen aus. Eine Gestalt zu schrecklich, um sie hier zu beschreiben. Aber er tat so, als würde ihn das nicht stören. Es ist zu dunkel, ich kann nichts sehen. Neben der Tür steht ein Kerzenleuchter mit einigen Streichhölzern. Warum zündest du nicht ein paar Kerzen an, dann werde ich sehen, wer du wirklich bist. Kannst du haben! Ein Streichholz loderte auf und die Schamaschkerze erstrahlte. Herschel wich das Blut aus den Adern bei dem schrecklichen Anblick, der sich ihm im Türrahmen bot, aber er verlor nicht den Mut. Herr der Welt, betete er leise. Du hast den Himmel und die Erde erschaffen und die Geister der Luft. Steh mir jetzt bei. Dann wandte er sich wieder an den Kobold. Es ist noch immer zu dunkel. Wovor hast du Angst? Es sind genügend Kerzen da. Warum zündest du nicht alle an? Eine scheußliche Hand nahm die Schamaschkerze und zündete eine Kerze nach der anderen an. Herschel fühlte sich der Ohnmacht nahe, aber er zwang sich hinzuschauen. Seine Augen wurden immer größer und größer mit jeder Kerze, die entzündet wurde. 6, 7, 8.
König der Kobolde stand vor ihm. Und Herrschel, weißt du jetzt, wer ich bin? Ich weiß, dass du nicht Königin Esther bist. Ha, sehr lustig, genieß den Spaß. Es wird dein letzter sein. Das denkst du. Verschwinde oder ich treibe dich hinaus. Wie wagst du es, mit dem König der Kobolde zu sprechen? Ich spreche mit dir, wie ich will. Du hast keine Macht mehr. Dein Zauber ist gebrochen. Sieh, die Kerzen der Chanukia brennen. Du dachtest, das seien gewöhnliche Kerzen, die du angezündet hast. Das waren sie nicht. Es sind Chanukka-Kerzen und du hast sie selbst angezündet. Der König der Kobolde brüllte vor Wut. Die Erde erzitterte und ein mächtiger Wind kam auf. Der riss die Ziegel vom Synagogendach und ließ die Wände einstürzen. Er zersplitterte die großen Holzbalken und zerstreute sie wie Streichhölzer. Um die Chanukia herum heulte der Wirbelwind, aber die Kerzen flackerten nicht. Sie brannten mit klaren, stetigen Flammen nieder. Der König der Kobolde hatte keine Macht über sie. Die Tradition von Chanukka hatte triumphiert. Der starke Wind verschwand so plötzlich, wie er aufgekommen war. Herschel rieb sich die Augen. Die Nacht war so ruhig wie zuvor, obwohl die Synagoge verschwunden war. Die Wände, der Fußboden, das Dach, sogar das Fundament aus Stein waren nicht mehr da. Aber die Chanukia war stehen geblieben. Sie stand auf dem kleinen Tisch an der Stelle, an der Herschel sie hingestellt hatte. Herschel wartete, bis die letzte Kerze niedergebrannt war. Dann lief er die Straße ins Dorf hinunter. Ich muss mich wirklich beeilen, dachte er. Ich will nicht die letzte Nacht von Chanukka verpassen. Aber es gab keinen Grund zur Sorge. In jedem Fenster stand ein Kerzenleuchter mit 9 glänzenden Kerzen, um ihm den Weg zu leuchten. Das ganze Dorf wartete auf ihn. So, ihr Lieben, die Geschichte ist jetzt fertig. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, sie euch vorzulesen. Und eigentlich war es ja geplant gewesen, dass ihr hier seid. Dann hätte ich euch hier persönlich vorlesen können. Und hoffentlich wird das nächstes Jahr wieder klappen. Das hatten wir nämlich so geplant. Also nächstes Jahr haben wir ganz viele Termine. Das sollen eure Eltern mal auf der Webseite nachschauen. Und dann sagt ihr, Mama, Papa, wir möchten unbedingt in die Bibliothek und wir möchten da in den Büchern schmökern und wir möchten da jemanden treffen, der vorliest, mich zum Beispiel. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, fröhliche Ferien, die kommen ja jetzt bald. Fröhliche Feiertage, was auch immer ihr feiert, ob Chanukka oder Weihnachten oder Weinukka. Also, bis bald, ihr Lieben.